Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Gathering Storm. Als die gute Christina von Schweden. Wir versuchen einen Kultursieg zu erringen, also momentan versuchen wir mal einfach nur ein bisschen zu überleben. Aber im Endeffekt wollen wir dann einen Kultursieg erringen. Im Endeffekt wäre das die Zielsetzung, die ich hier habe. Du kommst da mal hier hin. Wir haben schon ziemlich viel verkackt, aber es funktioniert trotzdem gar nicht so schlecht soweit. Jetzt hätten wir hier bitte gerne Agogi, vielen Dank. Wir haben noch kein Pantheon, das heißt, wir können auch Gott und König oder wie auch immer das Ding da heißt, aktiv lassen. Da haben wir jetzt wirklich bereits einen, das ist so nervig, und wir haben keinen Gouverneur. Und das, wann kriegen wir den ersten Gouverneur? Mit Ausnahme noch nicht, oder? Nein. Staatsdienertum oder Frühes Reich ist das erste. Frühes Reich sollten wir triggern. It's annoying. Es ist definitiv nervig. Weil ich würde lieber zuerst die Stadt hier gründen. Minus 9 ist es hier sogar. Haben wir das Geld für ein Monument? Nicht, dass das Monument so viel bringen würde. Müssen noch schauen. Wir kommen zumindest nicht in ein dunkles. Ja, ich wusste doch, dass du Eleonore bist schon wieder. Wir haben überhaupt ein bisschen Déjà-vu hier. Mapuche und Gitarre aus dem Stream. Eleonore aus dem Let's Play. Haben mich alle so sehr vermisst, dass sie gleich wieder daher gekrochen kommen. Wer ist denn da? Warum habe ich da so schlechte Loyalität, bitte? Weil die da alle drauf abfärben, oder? It's annoying. Ich weiß nicht, ob die Stadt da noch wirklich was hilft. Schicke Ende den neuen Runden. Ich meine, irgendwer kriegt noch ein goldenes ab, dann ist überhaupt alles schrecklich. Ich glaube, wir bauen die Stadt hier zuerst. Und hoffen, dass es was hilft für da unten. Und dann können wir uns eigentlich auf oben konzentrieren, weil da noch weiter runter ist dann wirklich, glaube ich, leichter Selbstmord. Mapuche baut schon Stonehenge. Ich gehe in den 8 Runden. Kann sich auch irgendwann mal überlegen, ob ein Krieg vernünftig wäre oder nicht. Momentan sind wir noch nicht wirklich dafür ausgerüstet, aber ein bisschen später vielleicht. Oh, da sind sogar Bananen. Wäre cool, wenn ich sie der guten Tomiris hier wegkaufen könnte. Wahrscheinlich wird jetzt Tomiris gleich immer sauer, weil ich in die Richtung siedle. Aber ich kann da leider nichts ausmachen, weil ich die andere Stadt auch noch gründen will. Da ist noch ein Barbarenlager, das wir vernichten können. It's not too bad. Außenhandel ist eine Runde fertig. In 3 Runden haben wir den nächsten Siedler. Dann haben wir 4 Städte. Ich brauche schon den nächsten Siedler dann dahin. Na, das ist ein bisschen viel ebene Wüste. Aber da haben wir ein weiteres Luxusgut. Da haben wir übrigens auch ein weiteres Luxusgut. Mit Luxusgütern sind wir eigentlich ganz gut gesegnet hier. Hier ist er dazu mit 5000 Kriegern da und wirst mir gleich den Krieg erklären. Mit 1000 Flut, aber nicht dort, wo ich bin. Wir haben immer noch kein Pantheon, oder? Oh, ich darf es mir jetzt auch so? Alright, cool. Was nehmen wir denn? Nahrung für Lager interessiert mich so ein bisschen. Du hast eins große für Campus. Ich meine, das wäre auch interessant. Wunder, ich meine, plus 1 Kultur durch Weiden ist immer interessant. Ich baue schon Indokultur, aber ich baue ja die Theaterplätze diesmal, so brauchen wir es nicht so dringend aus dem Pantheon. Oh, wir können die plus 1 Nahrung durch Jagdlager, na doch, Göttin der Jagd. Ich glaube, es macht am meisten Sinn.
Bei mir sofort zwei Nahrung mehr in der Hauptstadt. I like that. Ausrichtung wählen. Das nächste ist frühes Reich, wenn wir in Kürze haben. Da ist schon ein Speer. We're done here. Bauen dahin. Du baust das erste Mal ebenfalls ein Bogi. Wir wahrscheinlich bald welche brauchen werden. Vielleicht gehen wir doch Gitarre angreifen? I don't know. Wir könnten zusammen mit... Ich bin ziemlich sicher, wir könnten zusammen mit dem Mapuche Gitarre angreifen. Da müsste ich aber noch hier in eine Stadt hin dreschen vorher. Und zwar heilige Städte. Es ist zumindest eine interessante Idee. Wenn wir es vielleicht nicht sofort machen. Bewässerung ist dann später gut für die Städte. Wir haben auch bereits den Eureka-Bonus. Dasselbe mit Bronzeverarbeitung. Da Bronzeverarbeitung bringt gerade noch ein bisschen mehr. Du bist leider hier etwas stürmisch. Mein lieber Sperrträger. Will ich dir das wegnehmen? Kann ich dir das wegnehmen? 60 kostet es mich. Mein Wollen, ja, Können ist eine etwas andere Frage. Ne, Beförderung für dich, wunderbar. Wenn wir das Lager auch noch klären, kriegen wir immer noch nicht genug Punkte, oder? Da ist noch eins. Mach mal kurz einen Händler dazwischen. Und eigentlich bräuchtest du auch einen Bogi. Damit du dich ein bisschen holen kannst von der Einwohnerzahl her. Jetzt haben wir da oben leider nichts, um uns zu wehren gegen diese Barbaren. Das ist ziemlich geschissen. Das hat nicht mehr Zeitalterpunkte gebracht. Frechheit. Nur das erste oder sind sie nicht nah, war das nicht nah genug an der Hauptstadt? Wahrscheinlich war es nicht nah genug an der Hauptstadt. Warte, bist das auch du? Shit. Ich glaube, das ist auch Tomiris. Das ist halt ein bisschen viel Platz hier. Frühes Reich kriege ich jetzt meinen ersten Gouverneur, oder? Mhm. Und den bräuchte ich, um die Stadt halten zu können. 27 Runden ist natürlich eine Lüge. Wir brauchen 6 Bevölkerung, was wir bald haben. Nächste Runde? Waren das 6 dann? Ja, ich glaube, dann sind 6, oder? Jo. Große Fortschritte. Hier sind wir bei 11 Runden. Schon besser. Wir sind hier noch im minus 3. Eigentlich hätte ich es lieber hier, aber es ist halt die... Schon ein bisschen das Problem hier mit... Warte mal kurz, wo ist er? Da ist die Seite. Ja, da wäre schon besser. Ja. Wie geht der? Ist ein bisschen schlechtere Loyalität, aber ich glaube, es lohnt sich, damit wir die Seite schneller haben. Lauf weg von diesem Arschloch hier, bitte. Kannst du bitte aufhören, mich zu verfolgen, du Sack? Okay, wir sehen gleich, wer alles in welchem Zeitalter bist. Lauf. Gold, Gold, super. Sehr gut. Beide sind immer goldenen. Na, das ist toll. Wie schauen wir jetzt aus? Minus 9. Of course. Of course, why not? Ah, ist das nicht schön? Ist das nicht, ich meine, dieses Spiel macht Spaß. Kornspeichermonument Campus. Du hast einen Bogi. Einfach noch ein Bogi und ab geht's nach. I don't know. Ist ein bisschen aggressiv. Sich immer gleich so aggressiv sein. Beruhig dich ein bisschen, Gummibaum. Ich glaube, noch ein Bogi ist immer die beste Entscheidung. Langfristig gesehen. Servus. Ja, wir müssen uns da oben um die Barbaren kümmern. Ja, wie machen wir das jetzt da unten? Ich will immer noch minus 3. Ich will immer noch minus 2 mit dem Monument. What am I gonna do? Ein Handelsweg noch hin und dann schaut es besser aus? Irgend sowas, glaube ich. Damit wir uns über die 2 goldenen Zeitalter von unseren beiden Nachbarn hier drüber retten können. Das heißt, du wirst es jetzt nicht gleich vollenden. Du hättest in 4 Runden einen Bogi. Aber ich baue schon mit allen anderen Bogis. Also musst du jetzt nicht auch nicht unbedingt einen Bogi bauen. Bau noch einen Siedler. Ja, genau. Wir lassen das dabei noch. Nein, dabei machst du nichts. Gar nichts machst du dabei. Chill, Junge. Du kommst hier hin. Du musst drauf. Du musst drauf, ja. Ich glaube leider, wir werden eine große Barbarenplage erleben hier. Scheinbar abgesehen, mich weiter zu verfolgen. Nice. 2 Eisenvorkommen.
Beautiful. Du kommst dahin. Forschung wählen. Alrighty. Was machen wir als nächstes? Kurz die Bewässerung wegnocken. Sollten nach schnell mal den Campus bauen nachher. Ich glaube, nach dem Ziel baue ich da mal einen Campus. Du solltest eigentlich, ich meine, müssen wir zu Stadtmauern kommen. Hast du jetzt einen Bogey gemacht? Du hast einen Bogey gemacht. Das wäre fast noch interessant, noch einen Krieger zu machen. Ich will aber nicht mit dir Schlägern gehen. Du nervst. Ich will mit der Gitarre Schlägern gehen. Aber ich glaube leider, du magst mit mir Schlägern kommen. Etwas, das fürchten lehrt. 11. Minus fucking 11. Ich glaube, wegen der... Ja. Wegen der Loyalität, Varaz, gehen wir dahin. Zwei Runden haben wir das. Du. Komm nach Malmö. Du bleibst aber hier. Du kommst dahin. Eine Runde haben wir frühes Reich. Du gehst nach Stockholm. Die Straße ist auch sehr nett durch das ganze Hügelgelände hier. Da haben wir einen bösartigen Bogi auf der anderen Seite stehen. Look at you. Jetzt nochmal nach Malmö ebenfalls. Ich meine, wir haben immer noch ein Loyalitätsproblem. Nein, ich will nicht den Krieg erklären. Vielen Dank. Mhm, wir verstehen uns nicht allzu schlecht. I like it. Frühes Reich. Ich glaube, wir hauen trotzdem die +1-Produktion rein. Oder die Siedler. Na, holen wir jetzt noch die Siedler rein und später machen wir die +1-Produktion. Das wird schmerzhaft für dich. Wird das so schmerzhaft, dass du stirbst? Na, das 60 sollte eigentlich nicht der Fall sein. Ich kann leider mit dir nächste Runde nicht nach vorne laufen. Du bleibst hier mit dem frühes Reich abgeschlossen. Das heißt, wir kriegen einen Gouverneur. Müssen wir jetzt tatsächlich anfangen mit fucking Victor? Nein, oder? It's just insane. Bengala? Ich meine, es ist natürlich blöd, dass wir es jetzt gleich einmal verwenden müssen zum Loyalität bekämpfen. Damit bringt er mir eigentlich eh nichts, der Gouverneur. Von seinen Fähigkeiten, ne? Wir lassen Drama und Dichtung jetzt trotzdem kurz links liegen, weil zu Philosophie kommen wichtig ist. Also schnell zu den Theaterplätzen kommen. Offene Grenzen. Ach, das ist dann böse, wenn wir gemein zu dir sind. Ich will das Pferd eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich will mir Geld geben dafür. Na, wir müssen momentan nicht so gut befreundet sein. Das ist fein. Ich hätte gerne offene Grenzen mit Tomiris. Ich wäre gerne mit dir freundlich unterwegs für einen Moment. Können wir das irgendwie machen? You know, just not be a dick about it. Just, Vorschlag annehmen. Vielen Dank, no props. Delegation vielleicht? Ich werde nicht einwilligen. Hey, Tomiris, ich habe einen Vorschlag. Den ich vielleicht, überraschen wird, der ein bisschen neu sein wird für dich. Wie wäre es, wenn du einfach mal nicht ein Arschloch bist? Wie wäre es damit? Wie wäre es, nur mal zum Ausprobieren? Du musst ja deswegen jetzt nicht dann für immer kein Arschloch sein. Du kannst ruhig nachher wieder in deinen alten Trott zurückfallen, aber nur so kurz zum Ausprobieren. Einfach kein Arschloch sein. Wie wär's damit? Ja, wir brauchen einen Mauern. Wegen Tomiris. Wegen Tomiris. Sie nötigt mich. Nötigt mich? Nein, nötigt mich. Bamsty, by the way. Wenn es nicht so da stehen bleibst. Mhm, ja, leben so wenig Menschen. Ja, ja, mhm, of course. Fucking Tomiris. Hat dich eigentlich irgendwer nach deiner Meinung gefragt? Nein, ist die Antwort darauf. Nein, niemand. Niemand mal Menschen, die sich einfach zu Wort melden, mit irgendwelchen Werturteilen, um die sie keiner gebeten hat. Im Allgemeinen werden solche Leute als Arschlöcher bezeichnet. Und zwar zu Recht. Womit wir wieder beim vorigen Thema wären. Wie wäre es mal mit was Neuem? Neue Wege beschreiten im Leben. Fucking Tomiris. Selten hat große Fortschritte gemacht. Alright. Das freut mich. Kannst du einfach mal nicht da sein? Weil so wie du jetzt stehst, ist es ja, nervig. Du hast den Bogey gemacht. Wir bauen noch einen. Na, wir haben sogar noch einen gebaut.
Wie viel haben wir jetzt? 1, 2 Bogis. 3, 4, 5, 5, 5 Bogis. Wir haben 2 Krieger. Ist keine Time to go. Yo, Chambi. Chambi! Fucking Mabuche. Da kann ich jetzt nur noch mit. Ah, da kann ich jetzt nur noch. mit Tumiris schlägern. Fucking Mabuche. Holen sich die Gitarre. I'm not ready. Motherfucker. Ich bin aber schon gar nicht ready für die Tumiris. Was soll ich da nach Westen laufen in Richtung Aquischeistanien? This is hard. Kein Krieg führen, aber wie denn? Weißt du nicht, wie das funktioniert? Du brauchst eigentlich noch ein Handwerk hier. Wir können jetzt alle einen Handwerker vertragen, aber wir haben noch keinen Feudalismus, dass das Ganze wieder irgendwie nicht so toll macht. Man hat trotzdem einen Handwerker, da kann man auch noch viel holzen, was auch immer schön ist. Wir könnten aber Richtung Ternate. Weil das können wir ja wieder nicht halten in den Loyalitäts. Es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Ja, sie haben Jambi erobert. Mapuche sind ein Problem. Die Tumiris ist ein Problem. Alle außer mir sind ein bisschen ein Problem gerade. Ein paar Problemkinder. Ja. Will mich das Spiel gerade nicht Sachen anklicken lassen? Wenn ich aber die Sachen doch anklicken will. Bitte nicht kaputt machen. Kann man das exploiten? Eigentlich. Dass man einen Handelsweg, also ein Handel abschließt mit der KI für diese, ich glaube das ging in C5, für den Trüffel und dann den Barbaren plündern lässt und dann ihn wieder repariert, weil der Handel dann abgebrochen wurde ist und den Trüffel wieder verkauft und so weiter und so fort. Probably. Nicht, dass sie es machen würden, aber ich glaube, es wäre wahrscheinlich möglich. Sackgesicht. Ist der Handel gerade abgebrochen? Wir werden es dann sehen, wenn wir es reparieren. Ob wir es wieder haben oder nicht. Das ist jetzt ein Series? Ich meine, das wäre umso besser, wenn du rebellierst. Dann können wir dich einfach so holen. Wobei, da haben wir ja natürlich auch ein Loyalitätsproblem. Nun, na nett. Ich meine, du hast so viele Krieger, dass es schon fast wieder wert wäre. Es ist das Ganze nur das Blöde mit dem Einheit besiegen und dann voll aufheilen. Aber da hast du dann gar nicht die Pferde. Hast du Pferde? Brauchst du für deine Spezialeinheit Pferde? How is it looking? Du hast Pferde. Du hast sehr viele Pferde. Okay. Ich glaube, du hast wahrscheinlich einen Bias, dass du am Anfang Pferde bekommst oder so eingebaut. Also bei deiner Hauptstadt. Und 5 Runden Handwerker. Ja, minus 5 hätten wir hier. Und sonst darf ich nirgends. Außer da drauf, was irgendwie kacke ist. Oder da dürfte ich auch. Aber da wären die besser. Will ich wirklich den Reis verkecken hier? Keine! Kriegen wir den nächsten Gouverneur? Ja. Kriegen wir in 8 Runden. Ich meine, ich muss nicht unbedingt Krieg führen. Es ist nicht so, dass wir Krieg führen müssen. Ich habe nur... mein Bogie-Fenster schließt sich. Das Bogie-Fenster ist immer nur ganz, ganz kurz offen. Kurz lüften und schon ist wieder weg. Du bist mal nicht hier. Schana. Schana, keine Sorge. Schana. 11 Runden, dann gebe ich. Ich glaube, die kriegt das wieder in den Griff. Bis dann, leider. Beide haben Probleme. It's interesting. It's very interesting. Wir bleiben hier nochmal in der Nähe, um zu schauen, ob man vielleicht den was abgreifen kann. Wenn was zur freien Stadt wird.
Servus. Du mal tot. Wir schauen uns auch hier mal um. Vielleicht sollte man sich mit Aquitanien mal irgendwie gut stellen. Wir brauchen irgendwie gegen Tumiris. Tumiris ist ein Sackgesicht. You heard it here first. Groß ist sie und ein bisschen angesiedelt hat sie mich. Ein bisschen belästigt fühle ich mich von dieser Siedlung hier, muss ich sagen. 15 Runden jetzt und du bist das schon wieder kein Qualitätsproblem mehr. Okay, okay. Yes, please. Forschung wählen als nächstes. Jetzt könnte man mal Währung machen. Ich meine, ich würde schon noch gerne. Ich muss eigentlich noch Siedler raushauen, aber ich würde halt gerne den Campus eh noch mal kurz dahin stellen. Das wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. Das ist eine ganz ausgezeichnete Idee. Staatssenatum, okay. Anyways, das wäre es gewesen für die Folge. Ich hoffe, mir das hat Spaß gemacht, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, aber nur dann, lasst einen Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba!